Damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir hatten hier genau an dieser Stelle aufgehört, sehr gut. Und dann machen wir auch weiter mit der frierenden Lara. Ich muss Schutz suchen. Ja, liebe Scheiße. Du bist aber extrem am Frieren, kann das sein? Auch extrem hoher Schnee, in dem du da rumläufst. Oh ja. Ich muss mich bewegen. Ja. Du solltest dich weiter bewegen. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Ach du die Scheiße. Ein altes Camp. Oh, ein altes Camp mit Feuer. Sehr gut. Ah. Okay. Jetzt Feuer machen. Finden Sie Material für den. Okay. Das zeigt mir schon an. Oh. Ach so. Sorry. Okay. Das könnte gehen. Einmal. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Nochmal. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Das ist auch nochmal was. Ah, hier ist, noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas. Ah, Wölfe. Wir müssen immer die ganzen Wölfe. Zurück zum Camp. Wir müssen immer die Wölfe da sein. Das ist echt heftig. Aber es ist ein Wald. Los, verdammt! Es wird ja hoffentlich warm. Besser hoffen. Ja, geht ja schon besser. Super. Na gut, später mal. Stell ich mal ein bisschen Feuer, da wird ja nicht wärmer werden. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Oh, der Bogen. Der berühmte Bogen. He's back. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Ah, okay. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Ja, kann ich schon verstehen. So, Bogen. Ja, schon. Sehr gut. Jagd. Ja, cool. Kann auf die Jagd gehen. Haben wir hier irgendwas? Auf jeden Fall was. Noch ein paar für den Busch.
Ah, scheiße. Diese Ruinen hier, mongolisch. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Was ist denn hier? Fenster. Überlebensversteck. Ah, okay. Okay, gehen wir mal hoch. Ach du liebe Scheiße. Wow. Da war ich eindeutig nicht schnell genug. Geh weg, geh weg, geh weg! Oh, meine Güte! Dieser verdammte Bär. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Die ist aber ganz schön verletzt. Ganz schön stolz waren. Naja, glaube ich, dass du das machen wirst. Ich muss die Wunde verbinden. Okay, da haben wir. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Ja, da wirst du wahrscheinlich auch einen basteln müssen. Nehme ich mal einfach mal an. Ach, was haben wir denn da? Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was treibt Trinity da unten? Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Na super. Finden Sie einen Weg, um die Bären zu besiegen. Mal klar. Das ist auch total lustig, um Bären zu bekämpfen. Da kann ich mir nichts Besseres wünschen.
Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Ein Gift daraus? Hört sich gut an für mich. Bergungsgut. Das ist auch so eine Sache. So, mal gucken. Haben wir hier noch irgendwie. Ich glaube, das war sogar der. Nochmal was? Na komm. Mal ein bisschen Hack and Slay hier. Moment hier. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Los an. Ach, da. So noch. Na, der super geklappt, ja? Und geheim halten. Muss aber hier hin, ne? Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Interessant. Auf jeden Fall noch irgendwas Material. Warte, zum Lagern verbessern und Pfeile herstellen. Das ist schon mal sehr gut. Interessant. Was haben wir da? Auch nochmal Federn. Hey, gehen wir mal da lang. So, aber da hinten haben wir nochmal.
immer Holz. Immer ganz praktisch, wenn man dann Sachen herstellen kann. So wie bei The Last of Us zum Beispiel. Okay, Giftpfeile herstellen. Munition. Giftpfeile. Hier. Muss mich ausruhen. Ah, so kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad.